Einen recht schönen guten Tag. Es grüßt Sie wieder typisch usbekisch. Heute sind wir wieder in der Stadt Samarkand und besuchen das Deutsche Kulturzentrum in Usbekistan. Solche deutschen Kulturzentren in Usbekistan gibt es 4 Stück: in Taschkent, in Samarkand, in Buchara und in Fergana. Das Zentrum der Deutschen in Samarkand befindet sich in einem historischen Gebäude. Sie sehen es gerade. Und es hat 3 Räume, wo das Zentrum untergebracht ist. Wenn jemand das Zentrum besuchen möchte, ist es immer samstags und sonntags auf und befindet sich in der Puschkinstraße 8 in Samarkand. Heute sind wir im Zentrum am Vorabend von Weihnachten. Es wird heute im Zentrum vorweihnachtliche Stimmung herrschen und die ganze deutsche Minderheit, die in Samarkand lebt, oder die ganze deutsche Diaspora, versammelt sich heute, um Weihnachten zu feiern. Dafür werden die Freiwilligen des Zentrums, die Volontäre und die Jugend des Zentrums verschiedene Vorstellungen anbieten. Und das Ganze läuft im Rahmen des Projektes, was von BMI und GZ unterstützt wird. Und das Programm zur Unterstützung der deutschen Minderheiten oder der Deutschstämmigen in Zentralasien. Im Rahmen dieses Projektes unterstützt die deutsche Regierung die Deutschstämmige, die in Usbekistan und in anderen zentralasiatischen Ländern zu Hause sind. Es werden verschiedene Aktionen durchgeführt und heute so eine Aktion, die heißt Beeilt euch Gutes zu tun. Im Rahmen dieser Aktion übergeben die Volontäre und die Freiwilligen des Zentrums Lebensmittelpakete und Geschenke an die Rentner, deutschstämmige Rentner und minder bemittelte deutschstämmige Familien. Hier sehen Sie gerade die Jugend des Zentrums und die Freiwilligen, die haben solche Jacken bekommen und hier steht GIZ-Logo und Bundesministerium des Inneren. Also von diesen 2 Einrichtungen wird das Programm unterstützt und finanziert. Hier sind die Geschenke vor dem Weihnachtsbaum für die deutsche Diaspora, die heute ins Zentrum kommt, und alle begeben sich in einen schönen Saal und feiern und schauen sich die Darbietung an. Im Zentrum funktionieren verschiedene Zirkel, zum Beispiel Chorgesang, Basteln, Malen, Tanzgruppe und vieles mehr. Hier pflegen die Deutschstämmigen auch ihre deutsche Sprache mit den Deutschlehrern. Die Tanzgruppe präsentiert gerade einen deutschen Tanz. Hopsa Polka heißt es.
viele Deutschstämmige sind schon natürlich mit der lokalen Bevölkerung gemischt und sehen dementsprechend unterschiedlich aus, asiatisch oder europäisch. Aber die sind alle deutschstämmig, haben in irgendwo Ur-Urahnen, die Deutsche waren. So, das war unser Beitrag zum Deutschen Kulturzentrum in Samarkand. Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Kommentare, auf Ihr Feedback und freuen uns natürlich auf Ihre kleinen Spenden, mit denen wir unser Projekt umsetzen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.